Heute mal wieder ein Match gegen den guten Zero. Yo, der Junge kommt in letzter Zeit übelst oft hier vorne. Also das ist jetzt definitiv nicht der erste Kampf, den wir von guten The Zero of Dime sehen werden. Und Henny hat gegen ihn gekämpft. Dieses Battle war extrem krass. Ich habe im Stream gegen den guten Dario gekämpft und es war einer der spannendsten Kämpfe, die ich je gesehen habe. Und wir sehen, Henny bringt ein Landorus, ein Quaiyutsu, ein Banett, vielleicht ein Mega-Banett, ein Kapuriki, ein Magirna und ein Latias, während Zero mit Blitzer wahrscheinlich leadet. Uzasa, Knackrack, Glurak, wahrscheinlich Y, bzw. X, ja, wobei er Knackrack, könnte Y sein, maybe, wenn er Feuersturm auf Knackrack spielt oder so, ne? Ah, wobei das dann natürlich Azumarill, was er ebenfalls dabei hat, ein bisschen abschwächen würde. Und Hydragil. Yo, ich will gar nicht zu viel Zeit mit irgendwelchen Predictions verschwenden. Wir gehen einfach mal ins Battle. Und das Zero mit seinem coolen Pokémon-Shirt leadet mit Blitzer. Hat er HP Ice? Wird er direkt HP Ice drücken? Wird vielleicht reichen? Ah, reicht HP Ice mit Leben Orb auf Bobby? Mit KP Investment, wie ich das sehe? I don't know. Offenbar ja. Beziehungsweise will halt keinen Damage fressen. So. Er switcht raus. Da kommt die Kraftreserve. Die wird resistiert. Er hätte für den Wall-Switch gehen können, aber wäre er real geblieben und wäre in der ersten Runde drin geblieben und hätte auf Erdbeben geklickt, dann wäre sein Blitzer weg gewesen und von daher spielt Zero an der Stelle safe. Superball kommt rein. Okay. Nice. Da kommt ein Wall-Switch von dem guten Magierne. Und Raigeki kommt in den Kampf. Alright. Warum ein Elektro-Feen-Pokémon, was massiv resistiert wird von Uzasa? Hat er einen Move? Ich meine, die Matschbombe würde Raigeki wahrscheinlich killen. Gib für die Kehrtwende. Hat er erwartet, dass Superball rauswechselt? Er hat auf jeden Fall schon mal Leben Orb auf Raigeki. Vielleicht wollte er auch einfach nur das Electric Terrain reinbekommen oder so. Geht er jetzt für die Matschbombe oder was genau wollte er machen? Oh, er wollte ein Sleepfodder haben oder wie? Und Landorus wäre das beste Sleepfodder, weil das mit Bedroher sowieso am meisten macht. Auch wenn es schläft. Okay, Blitzer kommt rein. Wird wahrscheinlich wieder eine HP rausballern. Die Frage ist, bleibt er drin mit Landorus? Nope. Predict Zero und geht für den Bullswitch oder... Oh, wenn er von dem... Boah, ich wollte gerade sagen, Junge. Ne? Wall Switch im Electric Terrain hätte Jay auf jeden Fall weggebatzt. Und hat er jetzt seinen Sash verloren? Oder warum... Was genau macht er da? Und warum switcht er so viel hin und her? Das bringt ihm doch nichts. Er frisst die ganze Zeit Chip Damage gegen Zero. Will er sein eigenes Elektrofeld ausstallen? Oder was macht er? So, jetzt... Die Frage ist, was macht er jetzt mit Bobby? Geht der Switch wieder raus. Zu Aki. Ist das wieder sein Magierner? Ja. So, die Kraftreserve. Kommt da raus. Jetzt wird er wahrscheinlich irgendeinen Recovery-Move drücken. Vielleicht Genesung oder sonst was. Bobby kommt rein. Ich verstehe es nicht. Was probiert der Junge? Was probiert der Junge gerade? Oh. Warte mal, was? Gigavolt Havoc? Oder was? Ah, ich verstehe. Ich verstehe. Er wollte die ganze Zeit den Gigavolt Havoc auf Zeros Blitzer triggern. Die Sache ist die, wenn man streamt oder wenn man halt Streamer oder YouTuber ist und man seine Pokémon revealed, dann kann man solche Sachen natürlich machen, ne? Er hätte niemals wissen können, dass das Ding den Z-Kristall drauf hat. Von daher ist es natürlich ein guter Punkt für ihn, den er machen kann, weil er eben gegen den Streamer kämpft, dessen Zs er kennt. Aber okay, gut gespielt, Mann. Sehr gut gespielt.
So, Blitzer kriegt erstmal die Verwirrung, was natürlich mega frustrierend ist. Ich weiß nicht, ob Zero hier drin bleibt. Ich glaube nicht. Dafür hätte ich zumindest keinen Nerv. Jetzt kommt Garchomp rein. Die Frage ist... Oh my goodness. Wow. Kriegt instant den Burn. Garchomp kommt rein und kriegt instant den Burn. Okay, aber es scheint ein defensives Garchomp zu sein mit hier... Ne? Beulenhelm wahrscheinlich. Hat er Beulenhelm? Hier einmal Rauhaut. Und einmal Beulenhelm, ja. Okay, ja, auch den Play, auch das hat er gut predicted, aber er kannte wahrscheinlich schon das Knackrack des Gegners. Warum geht er auf Abgangsbund? Er überlebt doch safe eine Runde. Feuersturm. Oh, wow. Er überlebt einen Feuersturm? Alter, okay. Nice, ja, der wird mitgenommen, oder? Ja. Das war's mit Garchomp. Was sehr, sehr schön outplayed wurde von Mega Banett. Aber er hat Mega Banett verloren. Das ist auch, naja, ne? Lisa AVB. Ja, er könnte jetzt für die HP Ice gehen. Aber er muss halt einen Draco fürchten. Ne? Und der Draco... Die HP Ice wird halt nicht killen, weil Latias relativ bulky ist. Der Draco wird das Ding auf jeden Fall auseinandernocken. Aber er geht für Wunschtraum. Okay. Er geht für Wunschtraum und hat immer noch das Sleep Fodder. Das bedeutet, Zero darf nichts mehr einschläfern mit seinem Hutsasa. Was für ihn relativ gut ist. Die Matschbombe wird immunisiert. Schmarotzer wird resistiert und macht gar nichts. Und der Gegersauger wird ebenfalls resistiert. Jetzt kriegt Aki den Wunschtraum und ist wieder fast voll. Das ist sehr frustrierend. So, jetzt kommt aber Glurak rein gegen Magierna. Ich bin mir ziemlich sicher. Oh, und der Wolfswitch trifft. Alter, also er, ne, Zero wird hier gerade systematisch ein bisschen auseinandergenommen, muss man ganz ehrlich mal sagen. Ich wollte gerade sagen, entweder es ist Glurak Y mit Fireblast oder es ist Glurak X mit Erdbeam. Aber es ist Glurak Y. Und jetzt, da Kapuriki draußen ist, dank des Wall-Switches, kann er gar nichts mehr tun. Ne? Mit Glurak X würde er dank der KP-Range keinen weiteren Hit mehr tanken. Vor allem nicht im Electric Terrain, auch wenn es resisted wird. Beziehungsweise einen Fiend-Move würde er nicht tanken. Und Glurak Y wird an der Stelle einfach outspeeded und obliterated. Ja, er hatte keine Pokémon mehr, um das reinzuschicken. Ne, maximal Superball, aber ich weiß halt nicht, wie viel Damage er halt auf Superball... Ja, die Sache ist die. Ja, doch, ich hätte definitiv Superball reingeswitcht. Superball resistiert die Feenattacken, Superball resistiert die Elektroattacken. Und, ja. Die Kehrtwende war relativ obvious, die hat er ja schon gezeigt. Alter! Holy shit, das hat super viel Damage gemacht. Die hat er ja schon gezeigt, ne? Von daher, warum an der Stelle der Switch? Warum an der Stelle der Switch? Ja, er geht raus. Langsam ist es aber mal Zeit, hier ein bisschen Gas zu geben. Warum geht er in Superball rein? Okay, er ist speziell defensiv. Wie ich sehe. Und deswegen ist er vorhin auch nicht in Kapuriki reingeswitcht, weil der physisch ist, oder? Kann das sein? I don't know. Auf jeden Fall. Die Matschbombe? Hat er einen Switch predicted? Damn, bruh. Ja, Superball. Yo. Zero verzettelt sich hier massiv. Wenn der Eisstrahl kommt, dann gut. Wenn der Wall-Switch kommt, dann schlecht. Okay, der Eisstrahl kommt. Wird resistiert. Einen Wall-Switch wird Azumarill auf jeden Fall noch tanken, aber Belly Drum ist an der Stelle ausgeschlossen. Warum geht er nicht für den Switch? Wall-Switch. What the hell, boy? Er will wahrscheinlich den Aqua-Durchstoß-Damage nicht tanken. Oh, goddammit. Warum die Aqua-Düse?
What? Ich blick nichts. Ich bin offenbar nicht in der Materie drin, denn ich check nicht, warum er nicht für die Aqua, für den Aqua-Durchstoß ging. An der Stelle. So, Bobby wacht auf. Fickt erstmal das Blitzer weg. Ja, und Zeros Pokémon gehen langsam aber sicher drauf, ne? Also hier, physisches Eis von Meo, von dem der Kampf by the way ist, nimmt Zero schon ziemlich systematisch auseinander. So, Bobby geht von Erdbeben, kriegt nochmal guten Damage auf Azumarill. Vielleicht, nee, mit dem KP-Investment reicht's nicht, denn Azumarill ist relativ bulky. Er spielt Kaskade, okay. Konnte Azumarill keinen Aqua-Durchstoß? Okay. Auf jeden Fall, der Leben-Op-Damage macht es fast, nimmt es fast raus, aber er kann noch einmal Wasser düsen. Ne? Er kann noch einmal Wasser düsen und Electric Terrain stallen damit, quasi. So, wird er wahrscheinlich machen. Er ruft zurück? Die Wasserdüse hätte safe gereicht! Aber er braucht vielleicht Azumarill noch. Für Magier, ne? Maybe. Aber diese Kehrtwende war wieder obvious. Vielleicht hatte er auch nur Zweifel daran, dass die Wasserdüse reichen wird. Und deswegen wollte er nochmal Leben auf Chip-Damage haben. Auf Kapuriki, um es nachher rauszunehmen. Keine Ahnung, Freunde. So, der Giftschleim heilt. Lisa ist da. Lisa geht für den Wunschtraum. Oh my goodness. Oh my god. Okay. Ja, Lisa schläft. Lisa kann keine Psychoschocks mehr droppen. Kann sein, dass Superball speziell defensiv ist, ne, aber Psychoschock geht auf die physische Def. Da hätten wir es wahrscheinlich gesehen. So, Lisa geht raus. Aki kommt rein. Er wird wahrscheinlich auf die Matschbombe gehen. Er switcht raus. Wow, das war ein guter Play. Not even bad. Das Problem ist jetzt nur... Genau. Dass Aki wieder komplett voll geheilt wird. Ekelhaft. So, die Wasserdüse kommt noch einmal raus. Ha, das hätte für Kapuriki safe gereicht, Mann. Safe. So, und Azumarill stirbt an der Stelle. Und ich glaube, Zero hat noch zwei Pokémon, ne? Ich glaube, Zero hat noch zwei Pokémon. Hydragil, ja. Jetzt kommt der MVP-Boy. Hydragil, der Knutschgesicht. Wird zurückrufen. Why? Superball. Er will dieses Electric Terrain rausstallen, ne? Aber... Oh, er geht für Kanonenbouquet. Was resistiert wird und Superball ist massiv Spätzdev investiert. Ansonsten hätte er das auf plus 1 definitiv nicht einfach so gefressen. Okay, jetzt ist die Frage. Bleibt er hier drin oder geht er... Er kann einfach für den Eisstrahl gehen und Zero damit pressern. Pressern, Alter. Pressern. Die Frage ist... Oh, das macht nichts. Oh, was macht ein Hydragil gegen ein, ne, Käfergebrumm wird vierfach resistet. Focus Blast, kann das Ding Focus Blast, ist nur neutral und wird wahrscheinlich nicht killen, weil eben kein Stab. Dafür fehlt Hydragil dann doch die Spätz-Attack. Gigasauger wird ebenfalls resistiert. Boah, mit seinem Hydragil kann er fast nichts mehr machen. Wird Latias reinkommen oder Kapuriki? Latias wird reinkommen. Ja. Denn er gewinnt mit Magierna. Er muss nur noch ein einziges Mal einen Wunschtraum rausbekommen und er gewinnt das Match mit Magierna. Echt ein starkes Match, Mann. Stark gespielt von beiden Seiten. So, Hydragil kommt rein. Muss jetzt irgendeinen Hit tanken. Wahrscheinlich einen, oh nee, muss er nicht, weil er natürlich noch Schlaf hat. Wie viele Runden hat er noch? Eine? Käfergebumm. Killt Latias. Wow. Gefährlich. Gefährlich, dass er drin geblieben ist und Latias hat sterben lassen. Somit seinen Sleep vorder weg. Ne? Jay. Hydragil ist das eins der schnellsten Pokémon im Spiel. Outspeedet Quaiutsu. Reicht das? Das reicht. Er hat keinen Wunschtraum auf Aki. Und er hat keine Recovery, oder?
Hat er Gedankengut? Hydragil wird zurückrufen. Ja, jetzt wird er wahrscheinlich wieder für Kanonenbouquet gehen. Oder er prediktet und geht für Eistrahl. Ne, er geht für die Lichtkanone. Okay. Solider Midground-Play, vor allem, weil er natürlich noch die Drops bekommen kann. Warte mal. Lichtkanone? Hat der Lichtkanone einen Drop? Oder war das? Ne, das war noch Spukball, ne? Ja, doch. Spukball war das mit dem Drop. So, jetzt der Eistrahl. Why für die Matschbombe? Oh, er dachte, er switcht drauf. Oh, das war ein Fehler. Das war ein massiver Fehler. Denn mit dem Gigasauger wäre Hydragil wahrscheinlich auf Range gewesen. Aki wahrscheinlich auf Range gewesen für Hydragil. Hat er HP Fire? Aber das reicht nicht. Das reicht nicht. Kanonenbouquet auf plus 1. Wird reichen. Hat er Sash? Nope. Wow. Ein sehr gutes Match, Mann. An der Stelle muss ich Zero auch mal fette Props da lassen. Der Junge ist wirklich, wirklich gut geworden. Also er hat echt starke Plays gemacht. Ich wüsste wirklich nicht, wer gewinnen würde, wenn Zero und ich noch einmal kämpfen würden, ne? Ich glaube, Zero hat sehr, sehr, sehr viel dazu gelernt und ist sehr gut geworden. Er spielt momentan auch relativ viel Competitive und, ja, Props an der Stelle, Mann. Wirklich super, super, super solide gespielt und dafür, dass dein Gegner dein Team kannte, ne, aka, also Hashtag hier, Giga World Havoc und so, ne, diese Moves, hast du super solide gespielt. Also ich kann mir gut vorstellen, hätte der Gegner dein Team nicht gekannt, also Gigavolt Havoc oder dein defensives Knackrack mit Beulenhelm und so weiter, dann hätte er wahrscheinlich nicht diese Plays gemacht und vielleicht hättest du dann gewonnen. Aber ich glaube am Ende nochmal diese Matschbombe, die war einfach zu... die war zu greedy maybe an der Stelle. I don't know, man. Vielleicht hättest du für einen Gigasauger gehen sollen, er wäre für Lichtkanone gegangen. In der zweiten Runde hättest du zu Hydragil switchen können, wo er für den Eisstrahl ging. Dann hättest du Outspeeded nochmal einen Hit rausbringen können, hättest ihn vielleicht gekillt oder vielleicht knapp gekillt. Danach wärst du wieder zu deinem Hutsasa rein, Hutsasa hätte wieder fast volles Leben gehabt und dann hättest du mit Hutsasa gewonnen. Denn ich sehe nicht, wie ein Kapuriki und ein Magierner mit einem KP gegen einen Hutsasa gewinnen, was fast Full HP ist. Ich glaube, da hast du gestroked ist auf der anderen Seite. Du hast gechoked und deswegen das Match auch verloren. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, es war ein awesome Match. Danke fürs Einschicken, Henny. Und danke fürs Spielen, Zero. Wir sehen uns im nächsten Part wieder bei den Schlingel-Battles, Freunde. Lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Guckt beim Merch-Shop vorbei und bis dann. Tschüss.